Hallo, wir zeigen euch heute die Verlosung von 10 Spalding Basketballkorbanlagen im Wert von je 200 Euro. Mit dabei sind Tamara Rosenbach, FSJlerin im Referat Sport und Volker Kamin, Sportreferent im Gesamtverband. Alle Vereine, die sich bis zum 30.09. bei uns mit einer Veranstaltung registriert haben, auf der CVDM Bewegt Webseite nehmen an dieser Verlosung teil. Das sind insgesamt 28 Vereine, die jetzt hier in diesem Körbchen alle drin sind und die wir auslosen werden. Einen herzlichen Dank noch an die Firma Intersport, die uns freundlicherweise die Basketballanlagen zur Verfügung gestellt haben. Wir wünschen allen Vereinen jetzt viel Glück bei der Auslosung und hoffen, dass ihr die Anlagen in der kommenden Woche bei einer CVDM Bewegt Aktion oder der YMCA World Challenge gut gebrauchen könnt. Man kann übrigens noch mitmachen bei der YMCA World Challenge am 13. Oktober, wenn CVMer weltweit auf den Basketballkorb werfen. Meldet euch einfach auf www.cvm-bewegt.de an. Dort gibt es alle wichtigen Infos. So, und jetzt geht's los. Ich halte mal den Korb. Erster Gewinner ist CVM Braunschweig. Zweiter Gewinner CVJM in Eppetal. Der dritte Basketballkorb geht an CVJM Bad Alzen, Wolfshagen. Der vierte Korb an den CVJM Herne. Und der fünfte Korb geht an CVM Reichshof. Korb Nummer 6 geht an CVM Michelstadt. Das war Nummer 7? Ich glaube, CVM Wolfshagen. Wolfsburg? CVM Wolfsburg. Nummer 8. An den CVM Buttenheim. Nummer 9. An den CVM Zwickau. Und der letzte Basketballkorb geht an den CVM Nümbrecht. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Wir werden die Basketballkörbe hoffentlich noch in dieser Woche verschicken. Tschüss!